Wunderbar, schönen guten Abend, Berlin. Seid ihr okay? Seid ihr gut drauf? Heute Abend spielt Deutschland gegen Ungarn. Letzte Woche hatten wir ein phänomenales Spiel gehabt. Da hatte Deutschland gegen Schottland 2:1 gewonnen. Wenn sie jetzt dieses Mal gewinnen, sieht es sehr gut aus, dass wir in das Achtelfinale einziehen. Die Fans sind bereit, stehen jubelnd auf der Fanzone in Berlin. Gibt es Grund zum Jubeln? Ach, also das wird ganz einfach ein 3-0. Wir hauen die Schweizer einfach raus. Was fällt dir am besten an den letzten beiden Spielen? Auf jeden Fall, die haben sehr gut gespielt und ich glaube auch, dass sie die EM holen dieses Jahr. Die Stimmung auf der Fanmeile ist großartig. Heute Abend spielt Deutschland gegen die Schweiz. Letztes Mal hat Deutschland gegen Ungarn gespielt und 2:0 gewonnen. Davor hatten sie das Spiel Schottland 2:1 gewonnen. Wir sind gespannt, wie sich heute Abend Deutschland gegen die Schweiz schlagen wird. Was erwarte ich denn heute Abend von dem Spiel gegen die Schweiz? Gib mir mal einen Tipp auf. Ein Sieg, 3:1. 2:1. 2:2. Wie fühlt sich denn heute Abend vor dem Spiel gegen die Schweiz? Oh, sehr schön, sehr schön. Leider ist kein Hertha-Spieler dabei, außer ein ehemaliger Hertha-Spieler, Maximilian Mittelstädt. Auf den setzen wir heute Abend, ganz einfach. Was erwartest du denn heute Abend gegen Deutschland? Ah, dass Deutschland gewinnt. Und ich hoffe, Maximilian Mittelstädt von Hertha schießt ein Tor. Okay, danke schön. Nachdem die Schweiz das erste Tor geschossen hatte, sah es für Deutschland nicht gut aus. Am Ende bei der Spielverlängerung gelang es Deutschland, das Ausgleichstor zu schießen. Deutschland ist somit Gruppensieger.